So, Kärnten ist erobert. Nein, nicht mit den Schiffen. Das ist noch nicht kolonisiert, alles hier hinten. Moskau ist bis hierhin gekommen, weiter nicht. Denen fehlt wahrscheinlich ein bisschen Geld. Das mit diesen Forts ist echt irgendwie merkwürdig. Wir kommen halt nicht weiter nach Mailand rein, sonst also Carpe Siegen so im klassischen Sinn ist nicht mehr möglich. Ein bisschen doof irgendwie gemacht. Was ist denn, wenn wir Bayern einzeln aus dem Frieden rausholen? Und kriegen wir dann mehr? Können Nürnberg nehmen, Oberpfalz, okay. München wäre natürlich fett. Nürnberg und München. Klar, warum nicht? Warum nicht? Das ergibt wie viele Jahre? 1761, 13 Jahre Frieden. Was brauchen wir, um Deutschland zu gründen? Wir gucken nochmal eben nach. München, Nürnberg und Augsburg leider auch. Okay, Mist. Also das wird nix. Was ist, wenn wir nur Nürnberg nehmen, sind es 9 Jahre? 13 Jahre? Eigentlich müssen wir ja so schnell wie möglich wieder Krieg mit denen führen. So sind es nur 5 Jahre, wenn wir gar nichts nehmen. Wir können aber Nürnberg, München und Augsburg auch im nächsten Krieg nicht nehmen. Oder doch, weil es halt vielleicht doch, weil sie jetzt nicht als Co-Belligerent mit im Krieg sind. Könnte doch sein, dass das klappt. Österreich ist quasi co-belligerent, aber von Österreich wollen wir nichts mehr. Ja, ich glaube, wir nehmen einfach nur Nürnberg. Nürnberg und sonst nichts. Damit der Waffenstillstandsvertrag nicht so lange ist. Jetzt ist ja klar, unser Warscore ist runtergegangen. Weil wir von Österreich nichts wollen, nehmen wir hier die 4 Provinzen und gut ist, oder? Oder wollen wir noch irgendwas? Können wir noch irgendwas Sinnvolles machen? Glaub nicht. Und Böhmen ist uns auch egal. Wir erklären gleich einfach Bayern den Krieg und dann ist okay. Okay, alright. Gut. Ihr könnt mal nach Oberlausitz. Ihr nach Eger. Ihr dürft nach Nürnberg. Ihr verteilt euch mal hier Richtung Holland oder so. Okay, wir haben 40.000 Mann Manpower verloren, das ist easy. Okay, die Annexion ist fertig. 1768.
Nee, 1751, in 3,5 Jahren, im Dezember. Uns würde keiner unterstützen und wir haben auch noch eine Truce, okay. Bis 1750. Na, Mist, das wird echt nichts mehr. Mist. Okay, wir können schon mal hier claimen, dann wird das nachher ein bisschen billiger. Ne, können wir nicht, wir können nur diese beiden Provinzen claimen. Wir brauchen München und Augsburg. Dann brauchen wir noch Hessen und Köln. Von unserem Vasallen. Pfalz und Frankfurt. Pfalz hätten wir doch eben nehmen können, oder? Nee, gar nicht wahr. Württemberg können wir auch so den Krieg erklären. Okay. Wer wäre dabei? Bayern wäre wieder dabei. Okay. Egal, machen wir so. Cool. Also Pfalz erobern. Dann sind wir wieder mit Bayern im Krieg. Können von Bayern die nächste Provinz nehmen und dann machen wir das gleiche, wenn es irgendwie möglich ist, jedenfalls auch nochmal mit Frankfurt. Okay. Go for it. Okay, cool. Ja, gleiches Spiel wie immer. Hier splittet. Automatic Transport? Wie sollen wir denn hier mit einem. Hä? Kommen wir hier gar nicht rein? Moment. Ach doch, wir müssen erst Ansbach belagern. Ah, shit. Okay. Bayern dürfte ja nicht mehr so viele Truppen haben. Was würde denn passieren, wenn die fahren mit dem Schiff da runter? Über Mailand und dann. Ach je. Nee, lass mal. Ist schon okay. Okay, hier geht man nach Nürnberg. Oh, jetzt können wir da durch, okay. Österreich ist eingestiegen in den Krieg. Nee, sind sie nicht. Trotzdem haben wir da Durchmarschrechte jetzt. Sehr gut. Die haben sogar noch ein zweites vor, das können wir auch noch einnehmen. Hier können wir noch nicht reinmarschieren. Also gleiches Spiel wie gerade, wir nehmen jetzt irgendwie Augsburg oder München, eins von beiden. Und die Pfalz. Und dann braucht man nur noch das andere jeweils. Vielleicht schaffen wir es sogar beide zu nehmen. Und in der Zwischenzeit könnten wir mal die Beziehung entweder mit Nassau oder mit Frankreich ein bisschen verbessern. Frankreich wäre eigentlich eine gute Idee. Und die Speed mal wieder auf Geschwindigkeit mal wieder 4. Demands for representation. Local unrest in Rostock und Altmark. Whatever.
Zwei Belagerungen sind durch. Das heißt, wir machen hier mit der hier weiter und hiermit können wir anfangen, Landshut zu belagern. Prescher. Okay, das geht noch nicht. Jawohl, alle Provinzen hier unten erobert. Ulm ist auch wieder im Krieg. Ulm ist auch immer dabei. Ein Fort, zwei Forts, drei Forts belagern wir zurzeit noch. Ihr könnt uns München und Augsburg auch freiwillig geben. Kein Problem. Nehmen wir auch so, ohne Krieg. Unlawful Territory ist natürlich ein super Modifikator. Minus 129. Sowas braucht man bei einem Vasallen. Okay, München jetzt noch belagern und Augsburg eben, die beiden Provinzen, die wir haben wollen. Das dürfte auch auf jeden Fall reichen. So, unser Friedensvertrag mit England ist vorbei. Aber können wir irgendwie nicht wirklich ausnutzen. Denn die Vasalisierung ist gleich vorbei hier und in 2 Jahren abgeschlossen, die Annexion. Wien und München auch, go go. Wien und jetzt München noch. Oh, wir haben plus 100 Beziehung verbessert mit Frankreich und insgesamt plus 81 Beziehungen. Nicht so besonders. Wir verhandeln erst mit Bayern, dann mit euch. Cool. Die Niederlande haben uns alle rivalisiert, finde ich okay. Ja, München und Augsburg. Okay, die Provinzen hier können wir nicht cornen, weil wir dazwischen das Land nicht besitzen. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, wir lassen einfach ein paar Truppen hier stehen und dann ist okay. Aber wir brauchen sie halt als Core-Provinzen für Deutschland später, um Deutschland zu gründen. Das heißt, wir müssen dann gleich nochmal Krieg führen. Und wir sollten jetzt vielleicht auch schon Ansbach nehmen. Die Pfalz... Das hier konnten wir kornen. Warum konnten wir das eigentlich? Ach, weil das an unseren Vasallen angrenzt. Dann geht das. Okay. Also Ansbach, genau, nehmen wir auch. Das können wir auch kornen. Sehr gut.
Und dann sind wir noch im Krieg gegen. Noch gegen Aquileia und gegen die Pfalz hier. Ulm, sollen wir Ulm auch noch nehmen? Nee, ne? Sind so schon overextended. Mit 111%, das ist nicht so gesund. Nope. Württemberg, so geht das nicht. Ach. Jetzt haben wir nur noch 96% Overextension. Gerade waren es noch 117. Keine Ahnung. Man erobert einfach zwei, drei Provinzen mehr und dann sinkt die Overextension. Easy Game. Okay, es wird jetzt auf jeden Fall. Also normalerweise gibt es dann jetzt gleich Pop-ups so nach dem Motto Revolution und so. Also, jetzt fehlt nur noch, dass wir die zum Kernprovinzen machen und dass wir es irgendwie schaffen, mit Nassau auf 190 plus 190 zu kommen. Wie soll man das denn schaffen? Naja, wir haben ja noch 70 Jahre Zeit. Okay, wir könnten nur noch Frankreich rivalisieren. Zusätzlich zu den Türken. Okay, Würzburg. Greift Mainz an? Nee, umgekehrt. Nationalist War Take Würzburg, okay. Also, Würzburg ist hier Verteidiger. Wie es aussieht. Ja. Also Mainz greift die an und greift dann als erstes Frankfurt an. Ah ja. British Mexico has announced Prussia as their new rival. Aha. Oh. British Mexico ist unabhängig. Stimmt das? Ja. Das heißt, die heißen jetzt gleich anders. Im nächsten Monat. Gucken wir mal. Mexiko. Mexiko. Das heißt, wir haben jetzt schon Kanada, die USA und Mexiko. Wow. Sehr cool. Mexiko ist mit Frankreich verbündet. Haben uns Spanien und die USA rivalisiert. Die USA führen Krieg gegen Japan? Was ist hier los? Warum? American Conquest of Japan. Bin sicher? Was wollt ihr denn da machen? Ist ja nicht gerade vor der Haustür, oder? Okay, egal. Aber es gibt Mexiko. So, das Embargo nehmen wir mal wieder zurück.
mal gucken. Also, wie gesagt, diese beiden bayerischen Provinzen hier können wir jetzt nicht kornen. Dafür brauchen wir erstmal wieder Ingolstadt oder irgendwas anderes. Und wir brauchen für Deutschland noch München, Hessen, Köln, Augsburg und Frankfurt. Also...